Wer ist der coolste Fuchs im gesamten Universum? Es ist Fox McCloud. Und deshalb begrüße ich euch herzlich wieder zu einem neuen Part von Star Fox Adventures. Im vorigen Part habe ich den dritten Krazorgast im Lightfoot-Dorf gefunden und auch schon im Palast freigelassen. Und jetzt scheint es so, als hätte dieser Thornzähl hier etwas auf dem Herzen, weil der scheint wirklich ziemlich aufgebracht zu sein. So, was ist denn los, hm? Was ist denn? My eggs! They're stealing my eggs! Please help! Okay. Irgendwelche Viecher stehlen hier gerade Dinosaurier-Eier. So, jetzt müssen wir hier für diese Zeit, wow, diese Mini-Schlangen hier verkloppen. Und die dürfen kein einziges Ei hier wegtragen. Lässt du wohl los. Und weg. So. So, das kann gegen Ende etwas knifflig werden, weil es immer mehr von diesen Viechern werden. So, ja, und ihr könnt schon sehen, unser Stab leuchtet grün, das bedeutet, hier muss sich auch noch eine geheime Höhle befinden. Aber erstmal müssen wir diese ganzen Mistviecher hier verkloppen. So, verpiss dich. Ihr verpisst euch auch. Mann, wie viele sind das denn? Ah, das werden immer mehr. Also je näher wir dem Ende des Zeitlimits kommen, desto mehr von diesen Schlangen kommen hier an. So, zum Glück bewegen die sich ziemlich langsam, wenn die ein Ei tragen. Aber das werde ich nicht zulassen. So, verpisst euch. Ei fallen lassen. So, weg mit dir und du bist auch weg. Und du hast auch keine Chance. So. Glaubst du wirklich, du kriegst was? Nein, du kriegst auch nichts. Du auch nicht. Mann, verpisst euch! Lässt du das wohl hier? Oh mein Gott, es werden immer mehr! Es werden immer mehr! Nein, hier bleiben! Hier geblieben! Ah, ich hab's geschafft. You have saved my eggs from those evil creatures! Please let me repay you! I believe inside there's something that you seek. So, jetzt haben wir hier einen Höhleneingang geöffnet. Und mal sehen, was es hier gibt. Das sieht aus wie ein neues Stab-Upgrade. Du hast den Portalöffner erhalten. Mit dieser Spezialtechnik öffnet dein Stab versiegelte Portale. Ah, genau. Jetzt können wir endlich diese merkwürdigen Siegelportale öffnen. Und manchmal, also eigentlich immer, befindet sich dahinter was ziemlich Wichtiges. Sehr gut. Nach langer Zeit endlich mal wieder eine neue Stabtechnik. Und es regnet. Gut, dann kehren wir mal zur Earthwalker-Königin zurück. Vielleicht weiß die irgendwas. Nice to see you both, but I have some bad news. Son, your father has been taken prisoner within the walled city. Is he okay? Fox, Fox, we've got to help him, quick. He's right, Queen. Point us in the direction of the gatekeeper and we'll rescue him. I wish it were that simple. You see, Tricky's father is the gatekeeper. A gatekeeper? No, that's all we need. Yes, and a wise one at that. When Scales came to our land, your father knew that the Sharp Claws would come for him, and so he hid his gatekeeper powers behind this sacred seal.
I'm sorry, but I cannot break the seal. Maybe you might have some idea. Und wir haben auch wirklich etwas dafür, nämlich den Portalöffner. So, und den können wir an solchen Portalen verwenden. Und wir haben die Kraft des Torwächters befreit. Das heißt, wir können jetzt schon ins dritte Gebiet fliegen, ja. So, das gehört doch gefeiert. Hier trinke ich ein paar Pilze. So. Die Energiezellen reichen für den Flug zur Tempelstadt. Na wunderbar. Dann fliegen wir doch gleich mal dahin. Fliegen wir dem schlechten Wetter davon. So. Tempelstadt. This is dangerous ground, Fox. Walt City was once the Earthwalker's home, but it's been overrun by the deadly Red Eye Tribe. General Scales has imprisoned the King Earthwalker within its walls. You must rescue the King and find that spellstone. Hurry, Fox. Those nasty beasts are mighty hungry. Let me out. Okay, danke für die Info. So, jetzt müssen wir schon gegen durch 7 Goldringe fliegen, um zur Tempelstadt zu kommen. Und dann wollen wir mal. So, wow. Autsch. Ich habe hier sogar alle 10. Auch nicht schlecht. Und wir landen in der Tempelstadt. Die Tempelstadt ist eigentlich das richtige Zuhause der Earthwalker. So. Oh, da ist ja auch sogar schon einer. Vielleicht kann der uns ja weiterhelfen. Our king is being held within the temple. Ah ja, das habe ich vorhin auch schon gewusst. So, und hier ist jetzt auch etwas Besonderes, nämlich an 4 Bäumen hier in diesem Gebiet sind Schalter angebracht. So, und da leuchten jetzt solche Signalfeuer beim Landeplatz. So, und hier darf ich euch jetzt mal zeigen, einmal aus der Ferne. Das hier ist ein Red Eye, also quasi ein Tyrannosaurus Rex. Und der ist nicht alleine, da drüben ist gleich noch einer. Und die sind wirklich richtig, richtig gefährlich. Also von denen sollten wir uns echt nicht erwischen lassen, sonst bringen die uns echt um. Und derweil noch verfügt Fox über keine Stabtechnik, die denen irgendwas anhaben kann. So. Jetzt geht es erstmal eigentlich nur darum, die 4 Bäume zu finden.
wo sich die Schalter, ja, wo man die Schalter findet. So. Die sollten uns besser nicht entdecken, weil wenn die uns sehen, dann müssen wir echt rennen. So. Das Problem ist nur, ich weiß nicht mehr genau, wo diese vier Bäume sind. Mit den Schaltern. So, ich glaube, hier ist wieder einer, oder? Nö. Oh, verdammt. Wo sind die Bäume nur? So, hier ist sogar eine Brücke, die leider auch zerstört worden ist. Ich weiß, dass da hinten dann ein Schalter ist. Wow, oh mein Gott, 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 wow! Oh, das war knapp. Oh, seht ihr, die sind echt blutrünstig und brutal. So, ich glaube aber, man kann, wenn man hier den Fluss entlang läuft, dann kommt man zu diesen anderen Bäumen. Man sieht das leider auch nicht wirklich auf der Karte, wo die sind. So. Okay, hier ist jetzt ein Behälter, aber da kommen wir noch nicht ran. Das ist dann für etwas später gedacht. Ich muss jetzt diese Bäume hier finden, wo sich die Schalter drauf befinden. So, ist das jetzt ein Baum? Nö, ich glaube auch nicht. Aber hier. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Überall da, wo so ein Earthwalker rumsteht, da ist ein Baum mit so einem Schalter. Genau. So, zwei fehlen noch. Sind das du irgendwas zu sagen? If I could get to the beacons, I know I could free our king. Ah ja. Na gut. So, zwei habe ich schon gefunden. Okay, Moment, hier kann man eine Bombenspore pflanzen. Und bam! So, was gibt's jetzt hier? Okay, hier gibt's nur Energie und Magie, aber gut zu wissen. Aber ich brauche noch zwei Schalter, die ich aktivieren muss. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wo die sind. Also jedenfalls immer da, wo ein Earthwalker rumsteht. Wenn die nicht sogar in den vier Ecken auf der Karte sind, oh mein Gott, das ist schon wieder so ein Sharp, so ein Red Eye. So, ich gehe jetzt mal hier lang. Vielleicht ist hier drüben irgendwo was. So. Ja, da drüben steht wieder einer. Aber da komme ich einfach nicht hin. Ich komme nur über die Brücke auf die andere Seite. Außer ich schaffe es irgendwie von hier den Schalter da drüben zu treffen. Ich glaube, den sieht man gar nicht. So, Moment. Okay, Moment. Vielleicht kann man es doch schaffen. Ich glaube, das klappt nicht von hier. Das geht nicht. Verdammt nochmal, wie komme ich da nur rüber? Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ja. Okay, da sind die anderen beiden. Also hier steht einer rum. Und da steht auch einer rum. Aber die Brücke ist weg. Ich weiß nicht mehr, wie man die wieder erscheinen lässt, aber ich bilde mir ein, das hat was mit diesen Signalfallen zu tun, oder aber nicht. Naja, Moment. Das muss doch irgendwie gehen, dass man da rüberkommt. Vielleicht, wenn man hier jetzt in den Fluss springt? Eieiei. Ich habe das Spiel jetzt schon etwas länger nicht mehr gespielt, wie schon gesagt, deswegen weiß ich das jetzt nicht mehr so genau. Wenn wir hier über diese Brücke gehen, dann... Also hier, da können wir ja leider nicht
Ja, Fox ist leider nicht imstande, hier diesen ganz niedrigen Vorsprung hier hochzuklettern und einfach rüberzulaufen. Da ist er irgendwie zu blöd dafür. So. Langsam weiß ich echt nicht mehr weiter. Aber Moment mal. Kann man nicht einfach hier außen rumlaufen? Verdammt! Ach, die Strömung ist so stark. Komm schon, schwimm, Fox, schwimm! Komm schon! Puh. So, ich glaube... Oder... Nee! Das geht ja gar nicht. Hier ist nämlich nur dieser eine Bereich. Ja, und wenn man auf der Karte sieht, man kommt hier nicht... Verdammte Kacke, man kommt hier auch nicht weiter. Gut, Leute, dann werde ich den Part jetzt mal beenden. Und ich werde mich dann auch mal umsehen, wie ich an diese anderen beiden Schalter rankommen kann. Also wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao!